Herzlich willkommen, liebe Videofreunde. Also, wir wollen heute euch ein paar Fakten zu unserem Malibu-Kauf sagen, ein paar Details, welche Pakete haben wir, wie wird er aussehen. Und bevor wir damit anfangen, möchten wir uns ganz recht herzlich erstmal bei euch bedanken für die vielen schönen, netten Glückwünsche. Und Kommentare haben wir uns sehr gefreut, gell? Ja. Ja, ist schön, wenn man sich unter Wohnmobilisten austauschen kann und dann vielleicht auch noch der ein oder andere Malibu-Besitzer uns ein paar Tipps dann schon geben kann. Also wunderbar. Herzlichen Dank dafür. Kriegt er von uns einen Daumen, einen dicken Daumen nach oben. So, jetzt kommen wir mal zu unserem Malibu-Kauf. Erstmal, ja, warum haben wir uns denn jetzt Tatsache für einen Kastenwagen entschieden? Warum für den Malibu? Wie kam das denn alles? Also, erstens mal ist es so, dass die Automatik ja der ausschlaggebende Punkt war. Wir haben vor 2 Jahren Piccolino gekauft und da haben wir schon von Anfang an waren wir etwas zwiespältig mit Schaltgetriebe, ne? Aber da gab es noch keine Automatik. Nee, auf jeden Fall nicht beim Fiat. Und beim Ford auch nicht? Oder beim Ford gab es? Das weiß ich nicht. Ach so, okay, aber da gab es jetzt für uns keinen. Nee. Und wir hatten auch ein begrenztes Budget. Und wir haben gedacht, wir kommen mit dem Schaltgetriebe irgendwie besser zurecht. Und dann haben wir gedacht, okay, Piccolino war der Richtige und wäre auch noch geblieben, wenn er dann die Automatik gehabt hätte. Also wir sind mit dem Auto sehr zufrieden gewesen. Der Abschied von Piccolino wird mir persönlich sehr schwer fallen. Und wir haben es uns auch nicht so ganz einfach gemacht. Hinzu kommt Kastenwagen. Ja, Kastenwagen ist schmaler. Dann ist schon mal ein Grund unsere Einfahrt. Ja, die Grundstücksanfahrt ist sehr schmal. Wir bleiben beim rückwärts einrangieren hier rechts und links, ja, 10 cm maximal. Und das ist schon ein Stück, was du fährst. Also das werden schon 20, 30 Meter musst du schon fahren, bis du hier vor dem Haus ankommst. Das ist dann immer schon so ein bisschen, Claudia macht dann die Augen zu, weil sie Angst hat um unser gutes Auto und ich ja nicht so gut fahren kann. Naja, auf jeden Fall kommt kein größeres Auto, wäre nicht in Frage gekommen, egal wie es ist. Wir haben auch den Platz vor dem Haus nicht, um das Auto abzustellen. Also es musste in dieser Größe bleiben. Genau, also wir haben einen sehr begrenzten Platz hier auch bei uns. Ja. Und mehr als 6,36 wäre halt einfach nicht gegangen. Das ist schon das äußerste Maß, weil sonst hätten wir hier vorne Umbauarbeiten machen müssen und das wollten wir einfach nicht. Zumal wir ja auch mit dem kleinen Auto zufrieden waren. Und das für uns völlig ausreichend ist im Moment noch. Und wir haben das kleine Auto, also das kleine Mobil lieben gelernt. Ne? Also wir waren ja früher auch schon mit größeren unterwegs, wo wir gemietet haben. Und wir haben das sehr zu schätzen gewusst, das kleine Auto. Ja, der Fokus liegt bei uns halt auch noch auf, dass wir flexibel und beweglich sein wollen mit dem Auto. Und das ist mit dem kleinen halt wesentlich mehr, als wenn du über 7 Meter gehst. Und du kannst auch mal in eine Stadt fahren oder so. Und das war bis jetzt alles kein Problem und das wollten wir beibehalten. Ja. Ist zwar innen drin enger, aber für die nächsten Jahre ist das für uns völlig in Ordnung so. Und der Malibu natürlich, warum Malibu? Ganz klar, jedes Mal, wenn wir in Malibu reingegangen sind, hat uns die Ausstattung einfach am besten gefallen. Ne? Ja. Wir haben uns immer wohlgefühlt in dem Auto und das war schon auf der Messe letztes Jahr so, da sind wir da reingegangen und dann haben wir uns den angeguckt und dann haben wir gesagt, boah, also wenn Kastenwagen, dann den. War von Anfang an irgendwie unser Lieblingskastenwagen gewesen. Und drum haben wir uns halt für den Malibu eben auch jetzt entschieden. Und dann haben wir uns gedacht, naja, wenn wir jetzt ein neues Auto kaufen, dann sollte er natürlich auch alles das haben, was uns eben gefällt. Wie natürlich erstmal angefangen von dem neuen Neuengang. Automatikgetriebe, von der Einrichtung her noch ein paar zusätzliche Sachen, worauf wir nachher eingehen, auf die Details, auf die Pakete, die wir genommen haben. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir es auch dann
richtig und Nägel mit Köppe und dann haben wir die nächsten Jahre hoffentlich dann Ruhe. Ja. Ja. Also, wir sind ja losgefahren ins Allgäu, weil wir jemanden besuchen wollten. Und während der Fahrt habe ich dann mal geschaut, wo Aulendorf ist. Und dann habe ich festgestellt, dass das gar nicht so weit weg entfernt ist von dem Ort, also wo wir hin wollten. Ne? Und dann haben wir gesagt, Mensch, wenn wir schon so in der Nähe sind, dann können wir doch eigentlich mal in Aulendorf vorbeifahren und können uns mal richtig beraten lassen. Weil wir haben ja immer bis dato selbst uns konfiguriert hier mit Preislisten, aber auch noch von 2019 und wir hatten irgendwie selber immer rumgefrieren mit. Aber so eine richtige Beratung, was man alles machen kann und haben kann und was das alles letztendlich dann kostet und wiegt und so weiter, das, ja. Das hatten wir ja noch nicht. Und dann haben wir gedacht, dann nutzen wir das mal und fahren dahin. Es war überhaupt nicht geplant, dass wir irgendwo letztendlich ein Auto kaufen. Das ging dann doch schneller als gedacht. Ja, und wir haben dann am Nachmittag da angerufen und haben gefragt, ob wir noch kommen dürfen. Und natürlich, wenn wir anrufen, rufen wir privat an und melden uns mit Claudia und Michael Punkt, Punkt, Punkt. Und wir möchten für uns also eben eine Beratung haben. Wir melden uns nicht mit Living and Travel, YouTube-Kanal etc. Also ganz privat, das war ein ganz privater Kauf, den wir einfach dokumentieren wollten, unseren Kauf halt einfach dokumentieren wollten. Naja, und dann sind wir da hingekommen, sind da rein und dann hat uns der eine Verkäufer, also der Herr Neubauer, der hat uns dann ein bisschen rumgeführt, hat uns dann auch einiges gezeigt. Wir haben uns dann zusammen hingesetzt und aufgezählt, was wir alles wünschen, was wir alles haben wollen. Dann hat er uns auch nochmal beraten, was besser wäre, zum Beispiel bei den Alufelgen. Ist er mit uns dann in den Verkaufsraum und hat uns dann, ne, wie die anderen, erzähl du mal. Wie die anderen, er hat uns dann halt mal gezeigt, wie das im direkten Vergleich aussieht, die Stahlfelgen mit den Plastikkappen und die Alufelgen. Dann sagst du natürlich, ja, schon schöne. Und so kam ein Ding zum anderen. Ja, zum Beispiel. Weil ich habe von Anfang an gesagt, auf Äußerlichkeiten lege ich nicht so viel Wert. Wir wollen ja auch preistechnisch irgendwo im Rahmen bleiben. Aber naja, wenn du es mal gesehen hast, dann wird es schwierig, Nein zu sagen. Ja, auch wie den Kühlergrill, dass der schwarz lackiert ist, ja, und die Stoßfänger. Die Stoßfänger in Wagenfarbe statt schwarz und naja. Es waren dann doch ein paar Äußerlichkeiten. Ja, es kamen doch einige Äußerlichkeiten dann hinzu. Und ja, also am Ende des Tages sagte er dann so, was denken Sie denn, wo sind wir denn? Wo bewegen wir uns denn gerade preislich? Naja, und dann hatten wir eigentlich, lagen wir gar nicht so weit davon entfernt. Nee. Aber es war natürlich dann ein bisschen mehr, ne? Ja. Durch die ganzen Sachen, die wir da noch eben dazugenommen haben, die eigentlich gar nicht geplant waren. Nee, die zweite Batterie war nicht geplant. Die haben wir jetzt dabei und hey, wie gesagt, die schmankern da sowieso nicht. Und noch ein paar andere Sachen, die wir nicht einkalkuliert hatten. Das sagen wir euch dann nachher noch. Und naja, also wir haben dann, erzähl du das mal, wie das war. Wie? Na, wie er gesagt, was wir dann letztendlich verhandelt haben. Naja, er hat dann gefragt und so habe ich, naja, so und so. Und dann habe ich, naja, Tausende mehr. Und dann hat er uns den Preis von seiner Liste gezeigt, die er da hatte. Und jetzt wurde ja da die Vermutung ausgesprochen, dass wir da irgendwie über YouTube oder was mit unserem Kanal da einen Rabatt kriegen oder was, so ein Unsinn. Werbung machen für Malibu. Ja, so ein Quatsch. Und ja. Das ist beim ganz normalen Autokauf wie bei jedem Autokauf verhandelt man, und wenn man sich einig wird zum Schluss und beide zufrieden sind, ist doch in Ordnung. Und ja. Wir sind mit dem, was wir jetzt haben, sind wir zufrieden. Manch andere hat vielleicht gesagt, naja, da kann man schon noch was beilegen oder mit dem Preis noch was machen oder so. Uns war das, für uns hat es gepasst und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das. Also für uns war das ein Angebot, das wir nicht ausschlagen konnten und wollten, weil wir letztendlich eben noch ein paar Sachen dabei hatten. Wir konnten es uns für uns persönlich, haben wir gesagt, schlagen oder können wir es nicht ausschlagen, weil wir uns ja nun mal auch in die Richtung bewegt haben und dann der Preis gepasst hat. Aber das ist für uns persönlich. Ja. Für jemand anderes mag dieser Preis, ist ein Angebot gewesen, aber da kann ich es ja wohl ausschlagen. Also
Das ist alles relativ. Und wir haben uns darüber gefreut. Ja. Wir haben ein paar mehr Sachen dabei, die wir gar nicht geplant haben, für den Preis, den wir uns eigentlich ausgedacht haben. Und das war für uns völlig in Ordnung gewesen. Wir werden auch keine genauen Preise hier nennen. Das machen wir einfach nicht. Nee, das muss ja jeder selbst dann die Verhandlungen führen. Und ich meine, nicht jeder fährt auch ins Werk und muss dann irgendwo mit dem Händler auch verhandeln und so weiter und so fort. Also, nee. Wir wollen auch gar nicht die Plattform bieten, dass es da Diskussionen gibt. Der eine findet das zu wenig, der andere findet das zu viel. Und dann gibt es endlos Diskussionen. Wir haben ja auch genug, die uns nicht so wohlgesonnen sind. Und von daher, das lassen wir auf jeden Fall sein. Es geht ja auch niemandem letztendlich etwas an. Für uns persönlich war das Angebot sehr gut. Wie uns hat es gefallen. Für uns war es ein Angebot, das wir nicht ausschlagen konnten. Genau. Ja. So. Und dann haben wir gesagt, okay, das hört sich gar nicht so schlecht an. Dann rückte der Kauf so ein Stückchen schon näher und näher. Ja. Und dann haben wir aber gesagt, nein, also stopp, eine Nacht schlafen wir drüber. Grundsätzlich mache ich das. Bei so Anschaffung wird eine Nacht drüber geschlafen. Mindestens. Mindestens eine Nacht. Weil in der ersten Euphorie machst du manchmal Sachen, die du am nächsten Tag dann doch bereust. Und wenn eine Unterschrift mal irgendwo drunter steht, steht sie drunter. Und dann habe ich gesagt, okay, also eine Nacht drüber schlafen wollen wir schon noch. Und das war ja auch in Ordnung. Ja. Ich meine, wenn das nicht in Ordnung gewesen wäre, ich dachte, nee, dann... Naja, wir sind am nächsten Morgen schon aufgewacht und haben nochmal nachgedacht dann, ne? Und aber für uns war das in Ordnung, dann haben wir gesagt, wir machen das und fertig aus. Und als wir dann dahin gegangen sind und haben den Vertrag unterschrieben, beziehungsweise Michael, dann habe ich den guten Mann, Herrn Neubauer, gefragt, dürfen wir das fotografieren, dürfen wir das, und wenn wir fotografieren, dürfen wir das zeigen auf Facebook und auf YouTube. YouTube, ja. Und dann habe ich gesagt, wir haben einen YouTube-Kanal, wir würden das gerne dokumentieren, unseren Kauf. Und habe auch gefragt natürlich, ob wir da drin uns ins Auto setzen können, wie wir das dann gemacht haben und ein bisschen filmen können und noch ein bisschen was erklären können und die Autos zeigen dürfen. Und da haben wir es okay gekriegt, dass wir das dürfen. Und wir haben keinen Nachlass gekriegt. Ach, Carthago ist eine so große Firma, da werden ganz andere Autos verkauft. Wir haben uns da noch ein paar andere Autos angeguckt, also da müssen wir gar nicht drüber reden. Die haben das doch nicht nötig, im Kanal mit 2.500 Abonnenten einen Bonus zu geben. Also ich meine, wir freuen uns natürlich über die 2.000 Abonnenten. Für uns ist das viel, aber für Carthago... und es ist uns auch zuwider. Also wir würden auch nie irgendwo uns mit Living and Travel melden und uns vorstellen als YouTube-Kanal oder irgendwas. Das mögen wir überhaupt gar nicht, sowas. Ne? Also das, wie gesagt, also das war, wir haben einfach unseren Kauf dokumentieren wollen, euch mitteilen wollen. Wir haben ja schon lange mit dem Malibu geliebäugelt, das wisst ihr ja. Und nicht mehr und nicht weniger wollten wir also mit der Geschichte machen, als unseren Kauf dokumentieren. Ja, naja, also dann kommen wir jetzt mal zu den Fakten. Was haben wir denn jetzt? Alles für schöne Pakete. Lest mal vor. Also, zusätzlich zu der Serienausstellung haben wir jetzt, fangen wir an mit dem Fahrwerk. Wir haben jetzt ein sogenanntes Heavy-Fahrwerk drinnen. Das heißt, das Auto ist normalerweise zugelassen für 4 Tonnen. Unseres wird allerdings abgelastet auf 3,5, weil ich will nicht mehr als 3,5 fahren. Hat allerdings das stärkere Fahrwerk und die stärkeren Bremsen jetzt drin. Das ist schon mal das eine. Dann haben wir ein Chassis-Paket, das jetzt im Einzelnen, das kann jeder nachlesen im Internet, was das bedeutet. Chassis-Paket, Aufbaupaket und Winterpaket haben wir drin. Dann haben wir wir wollten ja wieder eine Dieselheizung unbedingt haben. Die haben wir jetzt auch wieder. Zusätzlich kann man die auch mit Strom betreiben. Das heißt, wenn wir irgendwo auf dem Campingplatz stehen, wo es Strom gibt, brauchen wir die Nachbarn nicht mit unserer Dieselheizung zu belästigen, sondern die läuft dann über Strom. Und wenn wir irgendwo freistehen und unsere Dieselheizung laufen lassen, wird es wohl niemand stören. Dann ganz wichtig, diese Automatik, die auch den größten Einzelposten darstellt bei unseren Aufpreisen, ganz klar. Dazu natürlich einen etwas stärkeren Motor als den normalen
Und mal, was hast du denn jetzt? Sag mal, 160, 160 ne? 160 PS, ja, statt 140 oder ne? Mhm. Und dann so Schmankerl in die Radiofernbedienung am Lenkrad. Die Stoßfänger sind jetzt lackiert, was sie vorher nicht gewesen wären, schwarz gewesen. Alufelgen. Das Auto ist in grau-metallic, Bullaugenfenster, sehr wichtig. Eine zweite Bordbatterie, die wir nicht eingeplant hatten. Vorbereitung für Solar. Solar selbst ist noch nicht eingebaut, ist aber vorbereitet, weil wir haben es bis jetzt noch nicht gebraucht auf unseren Touren. Und gucken erstmal, ob wir so hinkommen, vor allen Dingen jetzt mit der zweiten Batterie. Steckdosenpakete, dann den Trumadur Control, die SAT-Anlage mit Fernsehen und naja, als Polster haben wir ganz normalen Stoff genommen, weil das Teilleder ist wohl nicht so empfehlenswert, weil es nicht durchgehend Leder ist und sobald da ein Kratzer ist, sieht man den weiß rausleuchten aus dem Leder, sagt er, das ist entweder richtiges Leder oder Stoff. Und dann haben wir gedacht, okay, dann Stoff. Ja, das war das, was dieses Paket mit ein paar Sachen dabei, die wir an sich gar nicht auf dem Schirm hatten. Ja, es kam dann noch ein bisschen was dazu, wie zum Beispiel, wir haben dann jetzt noch Navi mit drin und ja, nee, eigentlich nur das Navi, das war noch, das andere hattest du alles vorgelegt. Ja. Navi haben wir noch mit dabei, das war dann in diesem Paket da mit drin gewesen. Ja, das ist unsere Ausstattung und ich wollte noch mal sagen, was eben auch total super war, dass wir eben da waren, also auch im Nachhinein sind wir noch richtig froh, dass wir es gemacht haben, weil wir konnten dann direkt vergleichen. Es stand ja eben daneben auch der Chery Shining, das ist ja genau die gleiche Ausstattung, das gleiche Auto, nur mit ein bisschen anderer Ausstattung. Ja. Und zwar hatte der dann dieses Staufach oben, wovon wir eigentlich ausgegangen sind, dass wir das unbedingt eigentlich haben wollten. Ne? Ja. Da wollten wir nicht drauf verzichten. So, und dann haben wir aber in dem Coupé gesessen, in dem Charming, und wo noch die schöne LED-Beleuchtung oben ist. Und ja, und das war natürlich also echt angenehmer gewesen. Das sah auch schöner aus und man hat sich auch viel wohler da drin irgendwie. Ja, man muss dazu sagen, was ich gemerkt habe, ist bei unserem Auto, obwohl das da oben die Ablage hat, ist trotzdem noch jede Menge Kopffreiheit. Und bei dem ist es dann so, dass du tatsächlich eingeschränkt bist. Und dann plautzt man sich doch mal den Kopf an. Ich habe mich die ganze Zeit, ich denke, wieso schlägt man sich bei uns nicht den Kopf an? Weil unser Auto anders gebaut ist. Ja. Deswegen. Also das war eigentlich für uns so, das wollten wir erst haben und dann haben wir uns auch dagegen entschieden. Dafür war schon gut, dass wir das vergleichen konnten halt, ne? Und dann hatte auch der Chery Shining halt einfach nur die andere Ausführung, dass die weiße Klappen haben von den Staufächern und unten das Holz. Und bei uns ist jetzt umgekehrt, wir haben also die Staufächer Holz und unten weiß. Ja. Und das hat unheimlich viel ausgemacht, das sah einfach definitiv schöner aus. Ja, die Beleuchtung ist noch ein bisschen als indirekte Beleuchtung drin. Ja, nochmal ein bisschen anders, schönere Beleuchtung. Und aber wer darauf halt nicht so unbedingt viel Wert legt, kann da noch ein Tausender, hat er gesagt, sparen. Ne? Ja, du kannst einige sparen, wenn jemand nicht eine Automatik haben will und den Motor und was weiß ich, auch die Heizung, eine normale Gasheizung, da sind schon fast 10.000 Euro. Die weniger. Das kann man sparen, ja. Naja, also und dann zum Beispiel auch, ich hatte ja, wir sind davon ausgegangen, wir hatten ja gefilmt beim Autohaus Kult, die Bordeaux-farbene auch das Interieur halt passend dazu, mit den dunklen Sitzen und rot abgesetzt und die Außenfarbe, also die Lackierung vom Auto in diesem Bordeaux-Rot, das fand ich ja eigentlich sehr schön. Und dann stand der jetzt aber da zum Beispiel, der war jetzt silber und hatte drin eine warme Ausstattung, eine wärmere Ausstattung, hat uns besser gefallen. Definitiv. Und dann haben wir uns auch für die Außenfarbe Silber halt entschieden und haben auch eine wärmere, hellere Einrichtung genommen. Hat uns doch besser gefallen. Und dafür, für so Sachen war das halt eben super gut, dass wir da hingefahren sind oder wie er die Alufelgen uns dann eben direkt gezeigt hat. Das sind die Stahlfelgen, das sind die Alufelgen, standen dann beide Autos da. Naja, und da hat man dann halt eben schon den Unterschied gesehen. Gell? Ja. Naja, so kam das dann halt. Ja, also wir hoffen, wir haben ein gutes Paket. Pakete, überhaupt mehrere Pakete, gute Pakete inbegriffen in unserem Auto und rundum Geschichte, die uns hoffentlich zufriedenstellt. Wenn es Probleme gibt, werden wir die natürlich auch irgendwo ein bisschen erörtern, aber wir hoffen, wir haben keine Probleme. Also davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Ne? Gibt immer mal so ein bisschen Kleinigkeiten, was nicht ganz
hinhaut, aber wir hoffen mal, dass wir Glück haben. Ja. Ja, dann kommen wir jetzt, nachdem wir euch ja gesagt haben, was wir für Pakete so haben. Ihr könnt euch gerne an uns wenden und uns schreiben, wenn ihr noch Fragen habt oder so. Dann reiche ich gerne Michaels E-Mail-Adresse und Telefonnummer weiter. Der wird euch das dann in Ausführlichkeit beantworten. Nein, ihr könnt uns wirklich gerne, wenn ihr noch Fragen habt, die Fragen stellen. Ich versuche das dann zeitnah zu beantworten. Im Moment kann ich noch nicht so viel schreiben. Am Ende des Videos, jetzt möchten wir noch mal zu diesem einen Kommentar, es war ja nur ein Kommentar, aber der war halt sehr persönlich. Und es ärgert einen doch, wenn man sowas liest, wenn man so persönlich angegriffen wird, wenn so Unterstellungen da sind und es einfach auch überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Das ist schon sehr ärgerlich. Also da würde man lügen, wenn man sich nicht darüber ärgert. Möge einer sagen, ja, erfreut euch doch an den vielen netten Kommentaren. Das machen wir natürlich. Aber es ärgert einen irgendwo schon. Wir kaufen oder wir machen nicht irgendwelche Dinge, damit sich das irgendjemanden rational erschließt oder wie auch immer, sondern wir haben uns jetzt das gekauft, weil wir auch ein Leben lang schon gearbeitet haben und uns einfach im Alter auch mal was gönnen möchten und wir freuen uns ganz doll da drauf und wir möchten einfach nicht solche miese Peter haben, die uns das madig machen wollen und uns Werbung unterstellen und so weiter und so fort. Wir hätten, wenn es eine andere Firma gewesen wäre, den Kauf auch dokumentiert. Ja, ich meine, weder Karthago noch wir sind käuflich. Punkt. Und Karthago wird einen Teufel tun, sich das unterjubeln zu lassen, dass sie bestechlich sind. Wegen einem YouTube-Kanal. Also da muss ich nochmal. Ja. Naja, gut, okay. Also, wir machen den Kanal aus Hobby. Uns macht das Spaß. Michael ist ja nun mittlerweile auch mal ab und an ein bisschen vor der Kamera zu sehen. Wir haben schon so viele nette Leute kennengelernt. Das muss man einfach wirklich so sagen, dass das einfach eine Bereicherung ist und wir uns freuen. Wir freuen uns, im netten Austausch mit euch zu stehen, uns gegenseitig irgendwo Inspirationen zu holen, sei es Stellplätze oder auch was das Wohnmobil betrifft, Technik oder jetzt auch wenn Malibu-Inhaber uns da schon ein paar Tipps gegeben haben, wie wir das mit Haken und so weiter lösen können. Und das ist einfach eine tolle Geschichte und darüber freuen wir uns und vor allen Dingen auch über das Kennenlernen vieler netter Menschen. Wir stehen mit niemandem in Konkurrenz und wir sind doch keine Mitbewerber, sondern wie gesagt, für uns ist es ein Hobby. Wenn wir am Monatsende ein bisschen was bekommen dafür, dann freuen wir uns über das, was wir kriegen, weil klar kostet so ein Equipment einen Haufen Geld und auch es steckt sehr viel Arbeit und sehr viel Zeit dahinter. Und da freuen wir uns natürlich, klar, wenn da auch ein Daumen nach oben kommt und ein schöner Kommentar kommt und am Ende des Monats auch ein bisschen was übrig bleibt. Naja, da würden wir lügen, wenn uns das nicht freuen würde. Konstruktive Kritik, wie gesagt, ist gerne. Nehmen wir gerne an. Ja. Aber nicht so ein Schwachsinn da. Ja, also konstruktive Kritik ist immer gerne gesehen. Dürft ihr gerne. Ich lebe sowieso von zwei Berufen, die mit Kritik zu tun haben und musste auch viel Kritik oder von kritischen Sachen, Bemerkungen lernen. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Konstruktive Kritik bringt einen nur weiter. Persönliche Beleidigungen wollen wir aber nicht mehr auf unserem Kanal haben. Das negative Energie, die brauchen wir nicht. Wir wollen uns positiv bereichern mit unseren netten Zuschauern. Drum werden wir in Zukunft solche Kommentare kommentarlos löschen. Ja. Und auch diejenigen, die uns solche Kommentare schreiben, werden blockiert. So machen wir das in Zukunft. Ja, also bis bald und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao.